Hallo Leute, was geht ab? Ich würde sagen, dass wir zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Der FC Bayern gegen Ajax Amsterdam. Anstoß für Amsterdam und los geht's. In die Richtung des Tores von Amsterdam, weil Amsterdam einen Fehler gemacht hat. Mbappé, was ist das für ein Hackelpass? Die Bayern haben schon lange überlegt, ob sie Mbappé für Robert Lewandowski austauschen. Das wissen sie aber noch nicht. Und Davy Klaassen. Fast schon das Tor für die Bayern. Für Ajax Amsterdam. Die Bayern haben lange überlegt, ob sie Kylian Mbappé eintauschen wollen gegen Robert Lewandowski. Er ist nicht so viel wert, der Franzose. Aber die Chance bleibt immer noch für die Bayern da. Tolisso, Costa spielt zurzeit eine überragende Saison bei den Bayern. So viele Vorlagen hat er noch nie gemacht. Neres. Und Rashford spielt eine überragende Debütsaison für die Bayern. Es ist ja seine erste. Er hat schon irgendwie 4 Tore gegen die mit Bayern geschossen. Neres, Lasse Schöne, Ballverlust, Fehlpass von Rashford, Zivkovic, Etting, das 1:0. Süle ist auch von seiner Verletzung zurückgekommen. Rashford mit dem Fehler, ein 1:0 für Ajax Amsterdam. Davy Klaassen, Alexander Nuri, Bernard, Rashford, kein Foulspiel, Sanchez, Süle ist auch von seiner Verletzung zurückgekommen, war ja lange verletzt, Süle, guter Pass auf Costa, Mbappé, Costa, Flanke, Reus, Kopfball. Aber es gibt noch einen Eckball. Reus auf Niklas Süle. Nochmal Ecke. Costa. Und der Torwart ist hier richtig da. Nuri. Und der Fehler von Ajax Amsterdam und Reus. Schade. Tolisso. Ja, das check ich irgendwie nicht. Ich nehme ganz normal den Ball und will rumrennen. Nein, er verliert den Ball. Und Reus, Lotte. Oh Mann! Latte Schuss von Reus! Costa mit der Ecke! Auf Martinez! Latte! Und Süle! Pfosten! So viel Glück für Ajax Amsterdam! Costa mit der Ecke! Costa! Wieder Eckball! Costa! Oh, Tolisso, was ein Tor für die Bayern! Korrekte Tolisso! Was ein Tor für die Bayern! Ein spektakuläres Tor! Ein Fallrückzieher-Tor von Korrekte! Oder Seitfallzieher-Tor von Korrekte Tolisso! Bayern hätte die das Gegentor nicht bekommen müssen. Aber der Ausgleich ist doch dann jetzt nochmal verdient. Davy Klaassen, Zivkovic, Rafinha, Costa, Tolisso, Mbappé, Joe Feldmann, Lasse Schöne, Sanchez. Vorteil für Ajax.
Tolisso. Reus. Rashford. Mbappé. 2-1. Rashford, der ja eigentlich den ersten Fehler gemacht hat. Zum Gegentor für die Bayern. Und jetzt macht eigentlich Rashford es wieder gut. Der Torwart hält zwar gut, aber das muss er erstmal besser machen gegen den Kylian Mbappé. Schon sein drittes Champions-League-Tor. Lewandowski hat auch 3 Champions-League-Tore. Aber was ist das für ein erstes Tor gewesen von den Bayern? Ein Seitfallzieher-Tor von Corentin Tolisso. Bam! Und Abstoß Neuer. Tiefkovic. Sanchez. Reus. Rashford. Ramos gegen 2 Mann. Einwurf Ajax Amsterdam. Und Rashford löst sich da gut. Rashford bringt die Flanke. Und Joel Feldmann wird im Foul. Er kriegt die gelbe Karte vom Schiedsrichter. Joel Feldmann. Costa mit dem Freistoß. Der ist nicht so gut gelaufen. Und Einwurf Bayern. Costa. Tolisso. Rashford. Und Kylian Mbappé! Die Chance zum 3-1! Und Neres, die Bayern können ihn nicht verteidigen. 3 gegen einen Mann! Neres schafft es nicht. Eckball, lass es schöne. Nuri, Redefeld, gute Grätsche, Süle löst den Ball. Und jetzt Bernard klärt den Ball. Zivkovic. Halbzeit steht 2-1 für die Bayern. Wir machen mal weiter. Also die Bayern. Ey! Lasse Schöne, Etting. Costa, schöner Kopfball. Mbappé, aber schwach. Ein Foulspiel von Alexander Nuri. Etting ist verletzt. Klaassen. Zivkovic. Nuri. Und jetzt Davy Klaassen gegen Javi Martinez. Es ist ein Foulspiel von Martinez. Lasse Schöne. Mit dem Freistoß. Aber ein kurzer Freistoß war das. Nuri. Und die Chance zum Ausgleich. Aber die bleibt. Die wird nicht genützt. Alter, mein Deutsch mal wieder perfekt. Costa hat ein Tor auf jeden Fall verdient. Schöne. Und Süle
Das war eigentlich ein perfekter Kopfball gewesen. Die perfekte Grätsche von Martinez. Reus. Costa legt sich ihn zu sehr vor, dass er nicht an den Ball kommt. Einwurf für Ajax. Er wechselt jetzt nochmal. So, Rashford raus. Müller rein. Ronaldo rein. Etting. Das war kein guter Ball von Etting. Und ein Handspiel von Martinez. Schöne. Schöne. Neres. Was ist das für ein Kopfball gewesen gerade? Egal. Neuer. Tolisso. Costa mit dem Ballverlust. Alexander Nuri. Ey Mann. Am 2. Dezember, das werde ich simulieren. Ja, dann Spaß. Aber ein paar Spiele muss ich halt eben simulieren. Martinez. Schön gemacht. Rafinha. Sanchez. Tolisso. Ronaldo. Rennt gegen den Mann. Und jetzt haben die Bayern Schwierigkeiten. Nuri gegen Süle. Nuri setzt sich durch. Neuer, was eine Parade. Justin Kluivert kommt nochmal rein für Alexander Nuri. Neres. Redewald. Mohr. Müller. Kluivert, bring den Ball rein. Ein Fehler von Süle. Niklas Süle, der entscheidende Mann, der heute sein Debüt wieder feiern sollte, macht den Fehler. Und Emre Mor. Er ist schnell. Und Mor, 3-2 Bayern. Mor feiert wieder sein Tor. Nach Rückstand, die Bayern wieder da. Mohr mit dem Tor. Jetzt liegt Ajax wieder hinten. Tolisso, Müller, Costa und Ronaldo. Jetzt ist Ronaldo dran und was macht er? Ronaldo! Das war so eine riesen Chance für ihn. Und wieder Ronaldo, Torwart. Tolisso mit der Ecke. Ronaldo, nicht mit dem Tor. Die Bayern drängen auf das Tor. Der Holland gibt den Bayern sehr, sehr viel Druck. Was für Holland? Eigentlich wäre das auch Niederlande, aber auch egal. Amsterdam gibt den Bayern sehr, sehr viel Druck. Süle holt den Ball. Tolisso. Tolisso, das war ein sehr, da sollte Tolisso eigentlich nicht so viel Ronaldo Druck geben. Neres.
Neuer. Ronaldo, schon wieder der Torwart. Costa mit der Ecke. Ronaldo. Ronaldo, Latte. Ronaldo, was ein Trick. Das Spiel ist vorbei, die Bayern gewinnen mit dem 3-2, obwohl Ronaldo hier nochmal das 4-2 machen könnte. Aber nein. Das möchten wir nochmal sehen hier. Costa mit der Flagge. Und was ist halt, das ist halt. Oh. Ja, 2-1 für Real Madrid gegen Köln. 3-1 für Monaco gegen Galatasaray, 1-1 Atletico Madrid gegen Manchester City, 2-0 für Rom. Ja. Sperre abgelaufen, die letzte Partie. Er will verkauft werden. Also das mit Mbappé, ich hätte ihn eh verkauft. Wie viel ist Mbappé wert? Muss ich mir noch mal einen neuen ZM kaufen. Wie viel ist Mbappé wert? Christian Früchtel für 2 Jahre. Aber warte, Tolisso ist 49 Millionen wert. Aber wo ist jetzt Mbappé? Er ist 40 Millionen wert. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem machen werde. Hat nur 5 Tore in dieser Saison für die Bayern erzielt. Wir schauen jetzt mal Werder. Wir gucken mal, wie viel Mohr hat. Mohr hat 6. Also er hätte schon mehr Tore eigentlich. Mohr hat aber mehr. Ja, dann muss er nur wechseln. Also... Da geht auch zurecht, aber muss er jetzt gehen? Er hat ein Champions League Tor gemacht. Keine Ahnung, ja Leute, das war's für das Video. Like das Video, teilt das Video und ciao.